Scheiße, yo. Besser. Bin oft gefragt worden und ja, ich mache jetzt auch wieder weiter mit Nicht-Reviews. Sorry, dass es lange gedauert hat. Und ich hole hoffentlich alles nach, was ich jetzt aufgelassen habe. Sorry. Deshalb heute, wie es oben schon wahrscheinlich zu lesen ist, My Hero Academia, Episode 14. Ich weiß, ich bin jetzt eine Episode zurück, aber ich werde hoffentlich bis über das längere Wochenende ein bisschen was nachholen können. Episode 14. Gleich vorneweg. Das wird einige Leute sicher ärgern. Und ich weiß, warum. Aber okay, ich sag's trotzdem. Bin nicht wirklich so happy mit dem neuen Opening-Song. Okay, er ist mir zu... Meh. Ich weiß nicht, der erste war irgendwie besser. Also ich muss sagen, mit dem zweiten Opening-Song jetzt gerade, muss ich sagen, also dem für diese Season, ich will jetzt nicht unbedingt irgendwelche Vergleiche in einer Form darbringen, dass ich irgendwie wieder, oh, ich bash wieder auf andere Sorten, nee. Naja, er hat nicht mehr den Schmiss, finde ich. Man, Geschmäcker und Ohrfeigen sind unterschiedlich, ist ja auch kein Problem. Was geht's in der ersten Episode dieser neuen Season, also Episode 14? Zuerst einmal großes Recap über den großen Angriff auf die Trainingseinheit, die man in der letzten Season gesehen hat. Die Aufarbeitung und mehr oder weniger der Aftershock des Ganzen, okay. Was halt eben passiert ist, dass anscheinend diese ganze Geschichte dahingehend ist, dass sich die ganzen Bösewichte und die ganzen Villains in der ganzen Umgebung unterdrückt fühlen durch die ganzen Heldenaktivitäten, dass der Anführer, ich vergesse nicht, wie sein Name war, er mit den ganzen Händen zum Beispiel, anscheinend jemand ist, der nicht die regulären Ausbildungsmaßnahmen erhalten hat. Wie zum Beispiel wird auch gebraucht, dass Kinder eine Behandlung unterzogen werden, die ihre Fähigkeiten bis zu einem gewissen Alter unterdrückt, damit sie halt eben nicht damit überfordert sind. Und dass er anscheinend dieses nicht hat, dass er anscheinend einfach nur... Er soll angeblich zwischen 20 und 30 sein und anscheinend nicht ganz geistig beieinander sein. Sie beschreiben es eben sogar, dass er anscheinend noch geistig noch eher ein Kind ist in einem erwachsenen Körper. Und das eben einige Fragen aufwirft in Bezug auf, wieso schafft es so jemand, dass so viele auf einmal, über 72 wurden festgenommen an dieser Aktion, wie er es geschafft hat, dass so viele auf einmal ihm folgen in so einem radikalen Akt natürlich. Und okay, das aber mal beiseite. Es wird darüber diskutiert, aber es kommt noch zu keinem regulären Schluss. Also es wird viel theoretisiert, aber noch nicht ist im Klaren. Nebenbei ist es eben so, dass eben die Schule auch trotz dieser Ereignisse das Sportfestival, das in Kürze ansteht und das man in der nächsten Episode anscheinend sieht, vorantreiben wollen, weil diese Sportveranstaltungen mehr oder weniger fast so wie Scouting-Ereignisse sind, wo junge Helden ausgewählt werden und sich mehr beweisen können in der Öffentlichkeit, was sie können, was sie drauf haben und dass eine Stufe weitergeht in Bezug auf professionellen Helden zum Beispiel. Ebenfalls, oh man, erfährt man einiges über Uraka zum Beispiel, die zum Beispiel relativ... Erstens mal, sie ist extrem überhyped, was komplett gegen ihre Person eigentlich geht, wegen dem Sportfestival, weil man hier das erste Mal bekommt, warum sie eigentlich ein Held werden will. Und das kommt ein bisschen eigennützig rüber am Anfang, aber es ist eigentlich, dass ihre Familie ein Baubusiness ist und anscheinend die Geschäfte nicht sehr gut gehen und sie versucht hat eben, ihre Lizenz zu bekommen, um ihre Familie zu unterstützen, also quasi sie macht es für Geld. Was eher ein bisschen peinlich ist anscheinend, aber trotzdem ein relativ logisches und durchaus lobenswertes Motiv ist, finde ich. Plus, man erfährt jetzt endgültig, was eben mit All Might los ist, dass er anscheinend nur noch vielleicht 1,5 Stunden pro Tag hat, indem er seine Fähigkeiten nutzen konnte nach diesem Ereignis. Also quasi seine Limit mehr oder weniger gebrochen hat und jetzt dann eben wahrscheinlich sehr bald aufhören muss, das Symbol des Friedens zu sein. Und legt dort eben das bei einem Gespräch mit Midoriya zum Beispiel da. Und oh Mann, das haut heavy rein. Also, dass er gesagt hat, yeah, ich kann es nicht mehr machen, jetzt musst du anfangen, dieses Symbol zu werden, mehr oder weniger. Weil er so mehr oder weniger das One for All von ihm erhalten hat und yay!
Heavy Load, vor allem die, aber ich muss sagen, die Episode hat einige wirklich grandiose Comedy-Einlagen, muss ich auch sagen. Allein die Szene, als All Might mehr oder weniger ihn zum Pausenessen einlädt, quasi. Midoriya! Lunch. Wow! Es schaut so grotesk aus, das ist ein riesengroßen blonden Typ mit diesem winzig, winzig kleinen Lunchpaket. Lunch. Also, wow. Was auch dick und so, wow. Wie ein kleines Mädchen. So, oh, sorry. Oh, die ist die. Oh. Oh, ich hätte fast den Stuhl hier austauschen müssen, weil, oh Mann, ich hätte mir fast in die Hosen gemacht. Okay. Wow, das war eine Szene. Wuhu. Also wie gesagt, der Humor ist immer noch sehr, ist immer noch ist always strong mit dieser Serie, was ich sehr gut finde. Aber wie gesagt, alle sind extrem hyped in Bezug auf diese ganze. Man bekommt wahrscheinlich in der nächsten Episode auch noch sehr viele neue Figuren zu sehen, was ich immer gut finde, wenn man einen Haufen neue Figuren in der neuen Season bekommt. Und wie gesagt, dieses Sportfest ist anscheinend etwas sehr Wichtiges. Plus eben, es soll eben nicht der Eindruck erstehen, dass, oh, das ist so ein Großangriff, der mehr oder weniger ein bisschen runtergespielt wird, zwar von den Medien, aber wie gesagt, wird ebenfalls großflächig kommentiert von den Figuren momentan, dass man es eben nicht zu sehr aufbauscht und dass die Leute in Panik versetzt werden und so weiter, dass sie sich großartig sorgen wollen, was ich verständlich finde, ist logisch. Aber wie gesagt, erste Episode der neuen Season, My Hero Academia, Episode 14, ja. Ein guter Start rein auf jeden Fall. Gebe ich offen zu. Aber wie gesagt, ich bin nicht so happy mit dem neuen Opening-Song. Sorry. Wird einige nerven, ich weiß. Trotzdem, ich bin nicht jemand, der solche Sachen einfach so vorbeiziehen lässt, ohne dass wenigstens kommentiert. Wie gesagt, es ist nicht, es ist kein Oh mein Gott, kaputt oder so. Ich sag mal, es hat nicht bei den. Der Schmiss ist einfach nicht da. Es fehlt irgendwie was. Aber. Spätestens noch der Hälfte dieser Season sind sowieso wieder wahrscheinlich den nächsten Titelsong machen, also werden wir sehen, was da kommt. Aber es hat mir am Anfang etwas so ein bisschen ui, erwischt, aber ansonsten kein Problem mit der Serie bis jetzt noch. Wie gesagt, wird auch wieder kräftig gehypt, was ich auch okay finde. Ich bin kein großer Fan von übermäßigen Hype. Aber kann man nichts machen. In diesem Sinne. My Hero Academia, Episode 14, yay. Hat mir gut gefallen, konnte ich weiterempfehlen und freue mich schon auf die nächste Episode, die ich mir wahrscheinlich bald mal geben werde. Wie gesagt, ich habe endlich mal ein bisschen frei. Oh, ich bin zum Großteil jetzt fertig mit der Arbeit, bevor sie mich fertig gemacht hat. Und yeah, wir freuen uns der Dinge, die da kommen werden. In diesem Fall, cheers, bis zum nächsten Video. Und ich sollte vielleicht am Anfang Overwatch spielen. Ich bin so hinten nach alle, über die Idee gespielt habe, habe mich weit überholt. Yay! Ich weiß, banal, aber ein bisschen Spaß muss sein, oder? Cheers, bis zum nächsten Video.